Hallo Kollege, du übernimmst heute den Zug 5189 der S4 und fährst von Telfs-Pfaffenhofen bis nach Innsbruck Hauptbahnhof. Rüste deinen Zug auf, öffne die Türen und bereite dich auf die Abfahrt um 6.50 Uhr vor. Zuglänge 151 Meter, Fahrmax 160 Stundenkilometer, Fahrplan, du hältst an allen Stationen, die Tab-Taste wird nicht benötigt, schließe das Fenster, um fortzufahren. Ja, und damit servus und grüß euch zu einer weiteren Fahrt im Trainsimulator auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Dann werden wir mal unsere 1116er soweit aufrüsten. Mal Batterie auf Start. So, Stromabnehmer. Lokalierter. Stromaufnehmer auf 2, das bleibt. Schaut mal gleich mal aus, Türsteuerung. Dann machen wir auf ÖBB und das Gelichter schalten wir uns auch gleich mal ein. Damit wir das schon mal haben. Türsteuerung aktivieren, ist aber eh drin, glaube ich. So, das passt. Muss immer das Bügelchen gleich mal aufbringen, gell? Ran an die Wäscheleine mit dem Ding. Schaut eine knuffeln. Fahrtrichtungswende nach vorne, AFB noch einschalten. 40 hoch. Die Instrumentenbeleuchtung. Ziehen wir die Bremsen noch ein bisschen an. Und dann. Dann dürfen wir, glaube ich, vor allem auf Dauerbetrieb einschalten. Ja. So. Gut, Dinger. Abfahrbereit? Abfahrbereit. Oh, ein Steuerweg. Der sitzt im Ausgang. Der sitzt bei der Tür. Nicht schlecht. Den pressiert es beim Aussteigen. Ui. Was haben wir da für ein lustiger Fleck drauf? Ui! Da hat sie wieder mal künstlerisch an einer Lok versucht, oder wie? Und gleich nochmal. Die Graffiti 1116er, ganz neu. Direkt am Railchat dran. Ja, die passt mir jetzt mehr zu der farbenfrohen Lackierung, gell? Das ist ja wieder witzig. Schnuckelig. Sonst noch gar nicht gesehen, die 1116er. Ist ja auch nicht. Das ist ja nice. Nice, nice, nice. Wieder was Neues. Halt. Die ist auch noch ausgehen. Die Zugsammelschiene brauchen wir natürlich auch. So, wenn wir 6 sind, wir mal auf der S4 unterwegs nach Innsbruck Hauptbahnhof. Auf der RSS-Losstrecke der Albergbahn. Eine Aufgabe vom User Typeface aus dem Railworks Austria Forum. Kundenservice kennt ihr ja. Wenn jemand die Aufgabe nachfahren will oder was, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Wobei wir möchten schon gerne bei so einem Sau wieder umeinander fahren, gell? Da ist man doch zu Hause. Zu Hause im warmen Wohnzimmerchen auf der Couch unter die Decke eingemummelt. Mit einer schönen Tasse Kaffee, Tee oder sonstigem. Die Tonleiter. So, ach schon, geil, dass die nur Tonleiter kommen müssen.
Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen in der S4 nach Innsbruck Hauptbahnhof. Unser nächster Halt ist Oberhofen im Inntal. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ach du Heilige. Ich weiß nicht, der befreien mit so Zimmer, aber sonst glaube ich sofort man gleich wieder im 140 Giga. Die haben wahrscheinlich normal auf der Strecke unterwegs. Wieder einmal beschleunigt oder was, so schlecht bremst der? Ja. Leck mich doch, das war. Boah, das kannst du schon mal als leichten Verbremser bezeichnen. Ne? Der Ausstieg erfolgt heute über den letzten Wagen, oder? Über die letzten beiden Waggons. Uiuiui. Mit einer straffen Fahrblende immer, das ist ja auch uns. Schnell weg, dass man das nicht mehr sieht. Habt ihr es gesehen? Ja, was? Nur der Verbremser, das müssen wir gleich fotografieren. Ach Mist, jetzt ist er schon wieder unterwegs. Na, la Page. Nächster Halt, Next Stop, Flauerling. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Flauerling? Wir waren schon mal in Flauerling. Das ist 160. So, alles festhalten. So, ein super Fahrplanvorsprung aus. Geh, nicht schon wieder. Die Kisten dürfte mit Sicherheit 200 fahren.
dabei, ich kann es alles nicht lesen. Ist einfach wieder zu zappenduster da, gell? So, doch, da steht 200 drauf. Auf dem Schnuckerl ist 160 gestanden. Ein Linz Hauptbahnhof. Im Tirol-Takt, gefördert vom Land Tirol. Das ist aber nicht schlecht. Ups. Ah, ist wieder nichts für ein Andi zum Mitfahren, gell? Zweiter Klasse nicht drauf. Ja, mit Rauchen im Zug ist noch so, gell? Ausgeraucht. Europäische Community. Kommissarin Ursula von der Leyen. Schloss von und zu von der Leyen, wie soll es? Alle guten Dinge sind drei, schauen wir mal. Nächster Halt, Next Stop, Hatting in Tirol. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts. Ja. Und nur im letzten Waggon hast du vergessen. Böses beim Bremsen. Nochmal verdammt kurze Bahnsteige. Ach, da stand's, gell? Kennt schon alle auf Durchschauen. Ja, aber pünktlich. Sowas Lästiges. Ich glaube, der läuft Durchschauen. Na, schauen wir mal, ob der pünktlich ist. In der Realität war so ein Wetterchen auch immer gleich mit 100% Leistung mit dem Taurus losstürmen konnte. Ich glaube, da dann die Hufe wahrscheinlich durchscharren. Inzing, Zierl, Kematen in Tirol, Fels, Innsbruck Westbahnhof, Innsbruck Hauptbahnhof. Nächster Halt, Next Stop, Inzing in Tirol. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts. Zu jedem Bundesland der Inzing. Inzing gibt's überall.
Zauberzboy bremst wieder. Hallenstauber sauger normalerweise auch für saubere Schienen. Der Garant, der gute Alpenstaubsauger, der tut jetzt aber nicht Staubsaugen, der tut jetzt im Moment Schnee räumen. Also im Winter wird aus dem Alpenstaubsauger ein Alpenschnee räumen. Tja. Andersrum verbremst. Die Tür klemmt, Entschuldigung, müsst vorne aufstehen. Unbedingt einmal reparieren lassen. Und das muss unbedingt einmal repariert werden. Irgendwo ein normaler Bahnhof richtig da ist? Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Wie sieht's denn dumm aus? Wir fahren ja noch nicht. Nächster Halt, Next Stop, Ziel. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung links. Trifft der Ziel jetzt wenigstens einmal richtig. Die Wetten stehen 8:1. Das kann jetzt einmal richtig gut ausgehen. Nicht zu früh freuen. Freunde der Sonne. Das kann man jetzt mal richtig gelten lassen, oder? Schauen wir mal. Nicht, dass wir uns zu früh freuen, aber das ist einmal so richtig. Fast auf den Meter genau vorne und hinten einpackt. Ne? Katastrophe. Ach, denn der kleine Rangiertraktor. Ist die Dobeizer? Nur Freitkisten, innovative Parken. Da
Gabelgabler fahren tut auch keiner bei dem Wieder. Mag keiner, das verstehe ich aber. Ich möchte schon bei so einem Wieder gern Stapelgabler fahren. Nächster Halt, Next Stop, Kematen in Tirol. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts. Die Anzahl der Waggons ist nur fraglich. Tut der Herr Trent um sie TV, wenn er in Österreich auch mit dem Bus spazieren wollte. Liebe Grüße an den kleinen Stephen. Links Eurotruck Simulator. Kann der Herr Dangel nicht sein, weil sonst war es American Truck Simulator, vom oft zu verkehren Routen. Falscher Kontinent, Andi. Ich kann nach Wien einmal eine nette Grüße ausschicken und natürlich an den Rest. An die YouTube-Kollegen. Bei der Hektometertafel war es Bahnsteig schon wieder go, aber. Das andere Beil. Hätten wir so ein Doppelstockwiesel, dann hätten wir so alles, was irgendwo was rundum stand, haben wir genommen, den Lok davor gespannt und haben wir schnell eine S-Bahn draus gemacht, gell? Ein Ersatzzug. Wir nehmen einfach mal schnell, was wir am Bahnhof umeinander stehen haben, kuppeln es zusammen und dann eine S-Bahn fahren damit. Voll zu. Mein Gott, jetzt wird mir vorhin so schön Opfer machen. Okay, nein, jetzt scheiße, ich bin da drin, ist geil. Na, jetzt ist das richtige Räumschild von dort zum Schneerammer. Nächster Halt, Next Stop, Völs. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung links. Und wenn er es gut hier bringt, auch wieder mit allen Waggons. Trauen Sie aber nicht dem Triebfahrzeugführer.
140, 130, 120, 130. Und dann gleich vor dem Bahnhof 120 gemacht. Irgendwie haut es mir halt nicht. Na ja, gut, geht ja noch. Ja, es ist zur Verspätung. Junge Dame. So ein Bahnsteig und keine Uhren oder sowas? Nein, das ist schon noch nicht. Muss ich auf die Uhren glotzen? Die Glotzer. Man vergisst wieder die E-Bremse zu machen. Erste Klasse in der S-Bahn. Fährt nur noch der gastronomisches Angebot in der S-Bahn. Ja. Kostenloses WLAN und Kaffeeentzug. Dann brauche ich nicht, aber einen Kaffee, ganz klar, mein Herr da. Ich bin noch mal Fracht unterwegs, hey. Wie mache ich das? So muss das. Zwei Stichchen von runter jetzt. Oh, schützt er den Kurven einfach. Jetzt hat es mir also schon Spaß. Lauter spaßige Leute. Nächster Halt, Next Stop, Innsbruck Westbahnhof. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung links. Und 70, jawohl.
Haben die Fahrgäste gleich erlöst. Ich habe gesehen, dass du mir vielleicht wieder Lokführer ist, aber ich muss unbedingt zur Arbeit oder so, aber ich kann nicht auf den nächsten warten. Bitte alle klatschen, wenn wir dann im Hauptbahnhof ankommen, gell? So wie bei die Urlaubsflieger. Wenn er im Flugzeug gelandet hat, wird immer gleich geklatscht. Das möchte ich jetzt in Zukunft auch haben. Punkt ankommen im Bahnhof, klatscht alles. Gut gemacht, ja. So, Geschmarre. Ja, stimmt. Du musst echt einmal ausprobieren, wenn man bei der Telefonnummer unten anruft, bei der Hotline-Nummer oder wirklich bei der RailChat-Hotline rauskommt. Interessant war bloß wahrscheinlich einmal zu erfahren, was dann für Wartemusik gibt, was du da für Ansagen. Hallo, Sie sind in der RailChat-Hotline. Drücken Sie die 1, wenn... Die alle anderen Anfragen drücken Sie die 9 oder bleiben Sie in der Leitung. Hallo Kollege, der Zug S35244 fährt heute vor deiner Einfahrt in den Innsbrucker Hauptbahnhof von dort Richtung Steinach in Tirol aus. Daher ist deine Fahrstraße zum Bahnsteig 6 noch nicht frei. Fahre schon mal aus dem Westbahnhof aus und warte und weiter Richtung Zwischensignal und kurz vor 7.20 Uhr wieder wird deine Fahrstraße frei. Tab-Taste wird nicht benötigt. Kixlische Tonleiter. Was mit so einem noch? V60, der muss mir Eisbär sagen. Der Lulli darf in einem Eimer oder sowas sagen. Sehr geehrte Damen und Herren, in Kürze erreichen wir unsere Endstation Innsbruck Hauptbahnhof. Für Ihre Anschlüsse beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen und weitere Informationen am Bahnsteig. Im Namen der ÖBB wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Tag. Auf Wiedersehen. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts. Wünsche ich auch mal. Jetzt bleiben wir mal schon langsam um die Kurve, kurz vor 7.20 Uhr. Vielleicht haben wir ja schon Glück. Schauen wir mal. Ob du das sehen wirst am Signallichtchen oder am 500 Hertz Lichtchen? Was halt zuerst kommt, gell? Sollen wir ein wenig bremsen, weil wenn jetzt am Signal da singen. Da macht er sich gerade am Weg. Das kleine Schnuckelchen. Zugbeeinflussung. Wissen wir, dass die Kisten so schlecht bremsen, dann fahren wir nochmal 40 aufs Haltzeichen der Signalzone. Dass man erst wieder 20 Meter vor der Kurve senkt.
Ja, du Poser, du. Ich bin mit 80 im Bahnhof eine Dübine und dann da habe ich die Vollbremsung machen. Du hast im IFA schlecht. Was ist das für ein? Feuer und Katastrophen. Mit der Lok, wo wir jetzt gerade drin sind, auf jeden Fall sitzt die Katastrophe im Führerstand. Aber schon alle gut angekommen. Was möchtest du mehr? Das bei dem Sau wieder. Da passt doch alles, da die Song. Ab hier übernimmt ein Kollege und fährt den Zug um 8:21 aus IC 515 Hahnenkamm weiter Richtung Graz Hauptbahnhof. Für dich geht es jetzt in die Pause. Ja, für mich geht es in den Feierabend, deine Song. Ich hoffe, die Fahrt hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute. Bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern. Pfiat euch von Maverick.